Servus und Hallo bei echten TV. Ich bin der Andi. Ich begrüße dich zu einer neuen kleinen Let's Play Reihe auf unserem Kanal. Ich hoffe, das funktioniert. Das freut mich sehr. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ihr seht, wir sind in einem neuen Spiel drin. Ich weiß, es gehört nicht so zu unseren normalen Let's Plays, die wir so haben. Aber ich habe mir gedacht, mal als Ausnahme können wir es ja mal gern machen. So. Und ich würde sagen, der eine oder andere wird sicherlich wissen, wo wir sind. Aber der eine oder andere auch nicht. Upsala. Deswegen hoffe ich, dass ihr genauso Bock habt wie ich. Weil ich hab Bock, muss ich echt sagen. Und ich hab Bock und ich hab Lust. Und auch wenn es jetzt nicht zu unserem normalen zu unserem normalen hier ist das F. Man muss natürlich auch das F wie Fenster. Nicht das V, sondern das F müssen wir natürlich finden. Machen wir ein bisschen sauber. Weil wenn man ein bisschen sauber macht, dann gefällt es den Leuten. Und okay, der ist schon weg, schade. Okay. Genau. Also der eine oder andere hat schon gesehen, wir sind hier beim Pupping Simulator, also Tagesstelle Simulator, wie ich auch der Paluten sagt, so würde ich es auch sagen, weil ich es einfach so viel, viel cooler finde, Tagesstelle Simulator zu nennen. So wird es auch bei uns heißen und das heißt natürlich Danke Echten richtig cool. Und die Farbe ändern wir jetzt auch gleich noch im Büro. Da springe ich mal schnell hin ins Büro, weil ich sag einfach, die Farbe gefällt mir einfach nicht so wirklich. Und auf dem Weg dahin nehmen wir uns diesen hässlichen. Na, komm schon. Alter. Genau. Und dazu werden wir uns auch gleich nochmal einen Mitarbeiter einstellen. Genau. Aber erst ändern die Farbe, weil. Und jetzt erst, bevor ich die Farbe ändere, kaufen wir uns hier ein Getränkedings, damit wir einfach auch wieder, wenn wir brauchen. Station hier. Genau. Einmal hier hin. Damit wir einfach eine schöne Farbe haben. Sprit. Automatisch ist an. Super, sehr gut. Stellen wir auch gleich nochmal. Und Angestellte müssen wir noch kurz einfach warten. Ah, genau so. Ah, halt, Hilfe. Genau. Oh, da hinten sind welche. Upsala, nicht Tab. Wir brauchen unbedingt auch Angestellten brauchen wir auf alle Fälle. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt. Weil einfach. Oh, müsst warten, nicht, dass er überfährt. Das wäre ganz doof. Machen die auch gerne einen überfahren. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt, aber mir hat die Aufnahme dann einfach nicht gefallen. Deswegen habe ich gedacht, ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Spontan, was nicht geplant war, habe ich jetzt ein bisschen Zeit.
Und das ist auch schon wieder Sinn. So, F. Na? Jetzt habe ich's, okay. Wir brauchen unbedingt einen Angestellten, damit er uns auch die Sachen aufräumt und Müll wegräumt und dass wir uns um die Kunden kümmern können. Ah. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja. Ich habe echt Bock aufs Spiel. Es hat zwar nichts mit ÖPNV zu tun, aber ich habe trotzdem Bock. Einfach. Fahrzeuge tanken, verkaufen. Stell dich ein, du bist nicht der Beste, aber... Bin ich jetzt ganz blöd, ich hab's da sonst immer hingekriegt, hinzustellen. Ach, 30, ach, wir brauchen Kohle. Kohle. Hab das zu früh gekauft, diesen Wasser. Aber wir haben hier genug Kundschaft. Die können wir schnell mal bedienen. Dann haben wir unsere Kohle. Und dann kann ich mich nicht auch mit dem Dings kümmern, einfach. Hab ich jetzt bedankt? Ja, hab ich. Genau. Und die Polizei, unser Freund und Helfer. Auch, genau. Und jetzt müssten wir doch. Genau, jetzt haben wir die 85, jetzt können wir den einstellen. Genau, jetzt hat das Geld gefehlt. Mei. Unser Ansehen ist noch nicht so optimal. Aber wir haben jetzt doch einiges an Kohle gesammelt. Das ist super. Das ist sehr gut. Und jetzt einstellen. Genau. Super. Den Hammer. Und dann kann ich mich nämlich auch noch draußen stellen. Und Hunger und Durst habe ich jetzt noch nicht so viel, das ist super. Dann kann ich mich einfach mal kümmern um unsere Tankstelle. Ach, das ist ein bisschen Mülleimer, es gibt's ja nicht. Mei, wie viel ist denn hier rum? Als im ersten Spiel, wo ich hatte, war nicht so viel Müll rumgelegen wie jetzt. Scheiße. Jetzt. Bringen wir den Müll weg. Weiß auch nicht, unser Ansehen ist auch nicht gut, einfach. Ups. Ah, das gibt's ja nicht. Hab ich den weg? Ja, super. Okay, und so ist einfach ein nettes Spielchen. Und wir brauchen auf alle Fälle den hier. Ich nehme mir den Besen mal, um die Kundschaft auch ein bisschen zu putzen. Ich bringe uns auch ein bisschen Geld immer und auch ein bisschen mehr Ansehen. Schnell, ich lasse mir. Genau. Vielen Dank und einen schönen Tag. Ich wollte einen Rabatt machen. Ich habe dann gemerkt, dann kommen eben mehr Leute. Und mit den... Upsala, was ist passiert? Upsala, wieso ist das jetzt hier... Aber 5, okay, komisch. Vielleicht gab es ein Update und... Okay, wir sollten bald mal was trinken. Dankeschön, der bleibt so. Die Farbe gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen.
Was mir nicht gefällt, ist, das Fahrrad, ich hätte mitten im Weg, das gefällt mir da überhaupt nicht. Deswegen. Ich muss zurückfahren. Ja, genau. Und jetzt. Ah, da kommt schon unser Mitarbeiter. Und ich stelle das Fahrrad. Ah, warte mal. Ich will mal was ausprobieren. Stopp. Kann ich da reinfahren? Ja, super. Sehr gut. Stopp. F. Sehr gut. Hier ist die Fahrrad besser aufgehoben. Als draußen. Hier sieht es keiner und es ist viel besser aufgehoben. Sehr gut. Ah, das macht er gut. Sehr gut, sehr gut. Da hinten ist schnell zu schnell. Zur Pumpe. Aber auf die Seite nicht, dass er mich umfährt und ich im Krankenhaus aufwache. Zwei Sachen nehme ich erstmal. Ich nehme erstmal den Besen und dann F. Und jetzt gehen wir ein bisschen vor und machen es ein bisschen sauber, weil das gefällt den Kundschaft und das finden, wenn wir das, diesen Extra-Service machen und genau, es gefällt den Kundschaft. Na? Wer bist denn du? Was für ein Mauerblümchen. Hab ich jetzt. Aber sie sieht doch echt. Also sie sieht doch echt Mauerblümchenmäßig aus, würde ich sagen. Ja. Läufst du hin? Ich bin schneller. Aber was ich mir noch einfällt, ist, dass ich jetzt noch einmal Sprit bestelle und dann mache ich das dann Auto mal aus, damit wir uns die 500 Euro sammeln, um hier den Laden zu öffnen. 500 sind so hier. Ja, genau. Unser Mauerblümchen. Wird ja hoffentlich die Kundschaft versorgen. Sprit. Zack. Bestellen. Und F. Sprit. Aus. Da haben wir keine Kohle mehr. Genau. Ach Quatsch, das vergesse ich immer, sich hier nicht. F. X. Und hier. Das vergesse ich immer wieder. Mei. Okay, ihr Lieben. Wir schauen mal, wie es aussieht. Wir sind jetzt. Ich würde sagen, für die erste Folge war es gut. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier Stopp an dem Punkt. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, servus und ciao. Euer Andi. Macht's gut und bis bald.